ganz vorsichtig, langsam, ganz langsam. Wir haben Sandra die Augen verbunden und sind mit ihr zu einem Verkehrsübungsplatz gefahren, ohne dass sie davon wusste. Lukas, Verkehrsübungsplatz. Ja, Sandra, du hast es schon richtig erraten. Ich bin mit dir heute auf einen Verkehrsübungsplatz gefahren, um einfach mal zu gucken, wie du dich so im Straßenverkehr schlägst. Wir haben das ja so ein bisschen als Running Gag in unserem Podcast, dass du seit 5 Jahren deinen Führerschein machst. Von daher kannst du jetzt mal zeigen, was du so gelernt hast. Danke an der Stelle an Firat, der uns sein Auto heute zur Verfügung stellt. Scheiße. Kannst du kurz meinen Oberschenkel hier rechts kratzen? Hier? Das ist dein Schienbein. Ja, kratzt doller, Junge. Also Sandra, wir sitzen im Auto zuallererst. Sind wir angeschnallt alle? Ja. Du musst das ja bei deinem Beifahrern auch kontrollieren. Ja, ich vertraue euch heute. Was macht man als erstes, wenn man im Auto jetzt sitzt? Die Spiegel habe ich schon eingestellt. Oh, darauf wäre ich gar nicht gekommen. Ja. Als allererstes macht man den Motor an. Jetzt schon? Naja, also wir wollen ja los. Firat, ich schwöre, Luca bezahlt dir alles. Du musst die Bremse drücken, Maus. Wo ist die Bremse links, Firat? Doch, wenn du die Bremse jetzt nicht mehr betätigst, wird der Wagen rollen. Luca, mach doch auf B! Ich muss dich gerade ums Video kümmern. Man kriegt ja Beinschmerzen. Sandra, wir sind nicht mal losgefahren, du hast schon Schmerzen. Wir sind in Drive, das wird uns auch vorne angezeigt. Und jetzt ganz langsam mal die Bremse loslassen, Sandra. Einfach kommen lassen. 20 Sekunden später. Wir fahren gerade 7 km/h, das ist circa Schrittgeschwindigkeit, Sandy. Sehr, sehr gut. Und jetzt? Jetzt einfach fahren wir mal hier im Kreis. Hier vorne links fahren wir jetzt mal rum. Bisher fühle ich mich super sicher. Ich fühle mich sicher als bei Firat. Ey, Leute, soll ich euch was sagen? Das Lenkrad ditcht an meinem Bauch. Ich glaube, ich bin zu fett für das Auto. Oh, ich glaube, das war zu viel km/h. km/h? So, Sandra, wir sehen jetzt da vorne bereits ein Schild. Da steht Stopp drauf. Da fahren wir jetzt mal hin. Nein, nein, nein. Ich muss erstmal hier ein paar Grusen rufen. Können wir auch ein bisschen hier mal was zeigen? Das hier ist der Aachener Weiher, meine lieben Freunde. Der Verkehrsübungsplatz ist auch super intakt noch hier mit den ganzen umgefallenen Schildern. So, Sandra, wir fahren jetzt gerade sage und schreibe 17 km/h. Du kannst jetzt mal beschleunigen auf 30 km/h. Wir haben ja eine freie Strecke vor uns, aber immer auch Acht geben auf die Schlaglöcher, sodass der Herr Firat hier... Ja. Bitte aufpassen. Jetzt sehen wir schon, hier ist eine Pfütze. Da müssen wir ganz, ganz langsam durchfahren. Sandra, jetzt links rum aber Blinker setzen. Blinker setzen. Ich kann jetzt doch nicht an den Blinker denken. Ja, aber wir haben ja auch andere Autos, die hier mit uns fahren. Das ist absolut gar nicht. Okay, das ist eine gute Einstellung für den Straßenverkehr. Firat, wo ist dein Blinker am Zickzack? Sandra, wir halten jetzt mal hier vorne an. Ticken langsamer. Wir fahren jetzt noch 20... Es regnet nicht, Sandra. Und jetzt? Habe ich den Blinker angemacht, oder wie? Genau. Ich fahre jetzt noch kurz über den kleinen Hügel drüber und dann kommst du mal langsam jetzt hier vor der weißen Linie auf die... Auf zum Perfekt, das war die weiße Linie. Aber gut, Sandra, wir stehen hier jetzt erstmal. Mhm. Du machst jetzt deinen linken Fuß auf der Bremse, den hast du ja, ne? Ja. Rechts jetzt komplett durchdrücken. Nein. Damit wir Launch Control machen können. Nein! Wir machen jetzt mal eine kleine Aufgabe. Wisst ihr, was mich stresst? Hier sind zu viele Automobile. Zwei. Also, das war's. Wir machen jetzt mal eine kleine Aufgabe mit dir, Herr Sandy. Du kannst es bis... Dann nicht. Video Ende. Du kannst es bisher wirklich schon relativ gut. Ich hätte wirklich nicht gedacht, dass du dich so sehr schlägst, weil es gibt ja auch viele Leute, die Angst davor haben. Ist mir erstmal ich habe auch Angst. Aber ich bin halt Naturtalent in allem, was ich tue. Wir machen jetzt trotzdem erstmal ein kleines Quiz mit dir. Wo ist die Hupe? Lasse die Hupe für 5 Sekunden lang gedrückt. Sandra, mir ist ein bisschen warm. Kannst du die Klimaanlage vielleicht ein bisschen kühler stellen? Fahrrad? Ich find's angenehm und alle müssen sich nach dem Fahrer richten, also halt die Fresse. Okay, Luca, ich will jetzt weiterfahren. Du fährst jetzt mal bitte da hinten zu dem Stoppschild hin. Wie geht das nochmal, Leute? Also wie fahre ich nochmal? Fahrrad, scheiße, wir kriegen hier 1000 Gucklöcher. Ganz vorsichtig, langsam, ganz langsam. Oh, Firat, das eine Guckloch war sorry, ja? So, Sandra, wir rollen jetzt hier mit 7 km/h, schleichen wir hier gerade auf das Stoppschild zu. So, Sandra, wir schleichen jetzt. Wenn man komplett zum Schildstand gekommen ist, was zählt man da? Bis 10. Dann hätten wir nur noch Stau in Deutschland. Ist die GoPro eigentlich verschoben? Hey Leute! Du kannst dir als Faustregel merken, wenn du ein Stoppschild siehst, fährst du vor bis zur durchgezogenen Linie. Wenn du zum kompletten Schildstand gekommen bist, sagst du dir im Kopf 21, 22 und dann fährst du weiter. Okay. Während dieser Zeit guckst du dich ein bisschen dann auch um und so, weil an einem Stoppschild weiß man, da sind Gefahren. Schlangen.
Wir werden hier gerade überholt, kann das sein? Oh, oh, da kommt ein fettes Automobil. Ich habe Angst, es umzufahren. 21, 22, 23. Nee, nee, du fährst nach 22 weiter. Ich kenne niemanden, der so sanft die Bremse loslässt, ne? Ja, das ist, das ist wirklich schön. Ich fühl mich ein bisschen... Arme Zickzack, wenn du jetzt auf mich loskommst! Ich wollte gerade sagen, ich fühle mich ein bisschen wie im Theater, aber dann hast du es kaputt gemacht mit deiner Aussage. Mirat, Abi, alles gut. Oh, oh! Ja, ja. Ich hab ein bisschen Schiss, dass wir aufsetzen, ne? Ich halt auch. Aber ich gebe mein Bestes. Ich habe Schlaglöcher schon gut umfahren, Bruder. Ey, kann man auch einen nur elektromobilen Führerschein machen? Also nur auf, wie heißt das nochmal? Automatik. Automatik. Ja, aber dann darfst du halt keine Schaltwägen fahren. Ja, juckt mich nicht. So, Sandra, ich muss aber, was ich ganz ehrlich sagen muss, diese GoPro vor meinem Gesicht, die triggert doch gar nicht. Da hab ich ja gar nicht dran gedacht. So, Sandra, wir haben jetzt hier ein kleines Problem und zwar ist hinter uns ein Auto. Das kannst du auch im Rückspiegel, perfekt, kann man gar nicht erkennen. Und jetzt haben wir auch noch einen Smart hinter uns. Also zwei Karosserien, die hinter uns warten, die da vorne lassen uns auch schon die Vorfahrt. Ich glaube, es ist an der Zeit, dass du mal einen ganz kleinen Ticken schneller fährst. Vielleicht so 70, 80 km/h. Nein. Fahr jetzt einmal bis zum Ende von der Straße hier vorne. Du bist sehr weit rechts. Nee, Sandra, da weiter. Nein, da kannst du nicht leider. Natürlich. Reinfahren, da kann man. Nein, du willst einfach nur nicht. Ich habe schon analysiert, bevor wir hier waren. Sandra, du fährst tatsächlich gerade sehr, sehr weit rechts hier. Aber. Ja, aber ich musste ein Schlagloch umfahren für Ferrad, Abi. Shukran, danke. Was ist Shukran? Wir fahren jetzt hier rechts, Sandra. Einmal kurz hier lang. Rechts blinken. Perfekt, den haben wir vergessen, ist egal. Wir fahren jetzt einfach hier rein. Nein! Wir können hier lang. Und jetzt einmal um den. Ich sehe hier aber nichts, Luca. Warum nicht? Jetzt haben wir hier so einen Kreis, Sandra. Da will ich, dass du einmal außen rum, außen von der gestrichen. Was? Halt die Fresse, ich kann das nicht. Wir fahren einfach nur im Kreis, Sandra. Außerhalb. Also wir sind jetzt in einem Kreis. Oh, da ist ein Schlagloch, fuck. Und jetzt? Ich hab Angst. Du kannst jetzt hier einfach mal das Auto abstellen. Also die Bremse ganz doll betätigen. Perfekt. Jetzt das Auto ausstellen. Perfekt. P. Und jetzt den Knopf drücken. Sehr gut. Jetzt noch die Handbremse einlegen. Wo ist die Bremse? gibt keine. Achso. Perfekt. So, Frau Safjulow. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Ich überreiche Ihnen hiermit feierlich. Ich überreiche Ihnen hiermit feierlich Ihren Führerschein. Danke. Lasst einen Daumen hoch unter dem Video da, wenn es euch gefallen hat. Abonniert meinen Kanal, wenn ihr nichts verpassen wollt und klickt auf die Glocke. Bye. Ja. Könnt ihr euch jetzt noch hier angucken, wie Sandra und ich einen Führerscheintest mal im Internet gemacht haben. Und hier könnt ihr auch noch meinen Kanal abonnieren. Wenn ihr den zweiten Teil haben wollt, dann schreibt es in die Kommentare. Gut. Und wir müssen jetzt noch irgendwie Leute, wir müssen uns ganz schnell beeilen. Die wollen, dass wir wegfahren.